Moin und willkommen zum neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute starten wir ein neues Projekt auf unserem Kanal. Trainspot Fever, eine neue Karte. Ja, ja, also wir starten um 1900. Wir haben noch gar nichts gemacht. Also wir werden mit euch das jetzt so nach und nach aufbauen. Viel Spaß damit. Like und Abo nicht vergessen. Ja, jetzt starten wir auch gleich rein. Also wir haben hier eine ganz neue Karte erstmal erstellt. Ich hoffe mit dem Sounds passt alles. Okay, wir haben jetzt erstmal hier eine neue Karte erstellt. Wir werden es von Grund auf aufbauen mit Geld. Natürlich leichter Schwierigkeitsgrad, wir sind nicht so gut hier. Was wollen wir zuerst machen? So, erstmal gucken, wo die Städte sind. Auf der sicheren Seite ist mal, wenn man mit den Gütern anfängt. Wir müssen uns eine Stadt aussuchen und gucken, was sie für Güter braucht. Ja, zum Beispiel hier habe ich Lepton gesehen, dass die, wie kann man sagen, Benzin braucht oder Öl. Und hier ist eine Ölraffinerie oder Treibstoffraffinerie. So ganz in der Nähe, guck mal. Okay. Also die raffiniert Öl. Brauchen wir aber noch brauchen wir dazu noch eine Ölpumpe und eine Ölraffinerie. Hier. Sind die auch in der Nähe? Nein. Das ist nicht gut. Wir können hier uns am Hang entlang angeln. Ah, du willst die anderen Sachen einfach dazu bauen? Ja. Für den Anfang ist das, glaube ich, noch tragbar, Leute. Wir müssen ja erstmal ein Grundeinkommen uns sichern. Wir haben jetzt auch gerade auf Pause gemacht, also es wird nichts abgebucht. Aber wir können ja gleich mal gucken. Wir brauchen eine Ölraffinerie. Die würde ich hier hinbauen. Oder? Ja, vielleicht nicht da, wo es so hügelig ist. Vielleicht ein bisschen tiefer. Nein, dann müssen wir von hier so weit runter bauen. Ich wollte ja am Hang hier entlang bauen. Ja, okay, dann bleib da, wo die Straße ist. Da ungefähr, wo die Straße verläuft, ja. Genau. So. Jetzt brauchen wir noch eine Erdölquelle. Eine Quelle, die würde ich hier hin tun, oder? Sind die Wege nicht zu weit? Würde ich nicht sagen. Ja, das geht noch. Weil guck mal, hier erst anfahren, dann ist man ja schon gleich da. Na gut. Also ich würde nicht sagen, dass es zu lang ist. Ich erhoffe mir auch gutes Einkommen von Öl. Ja. Also ich würde hier gleich mit Eisenbahn anfangen, weil Öl mit LKWs oder so transportieren, das ist auf Dauer nichts. Das ist nee. Da braucht man 1000 LKWs und dann macht man immer noch nicht alles. Also hier kann man gleich mit Eisenbahn anfangen, weil es ziemlich sicher ist, dass wir eine relativ hohe Gütermenge haben. Hier brauchen wir noch einen Güterbahnhof. Ja. Hier. Da ein Kopfbahnhof oder ein Durchgangsbahnhof? Was glaubst du? Was meinst du? Ich würde eher einen Kopfbahnhof nehmen. Kopfbahnhof, aber hier wird es zwar weitergehen. Dann wäre ich ein Durchgangsbahnhof. Und dann musst du das auf die. Durchgang? Du musst das irgendwo hinbauen, wo. Die viergleisig? Viergleisiger Durchgangsgüterbahnhof, ja. Wohin? Wo denkst du hier? Also mehr Platz wie eigentlich auf der anderen Seite. Du musst du die Straße erstmal weghauen. Ja, so, ja. Ja, genau, so passt das. Genau. Oh, das wird spannend mit Passagieren irgendwie. Irgendwie das zu schaffen dann.
Du meinst Personen zum Ja, Bahnhof? wenn das dann irgendwann rankommen würde, dann das weg. Also wirklich die, die schon von Anfang wissen, wie es am Ende aussieht, das ist meistens nicht der Fall. Also man muss es immer wieder ein bisschen anpassen. Und Aber das ist gleich auch weg. Also die Wege werden alle neu gebaut. Die werden dann angepasst sozusagen. Aber die müssen alle Werke müssen nochmal verbunden werden mit auch mit Straßen. Ja. Das ist wichtig. Ich verbinde es auch gleich mal. Ich wollte es hier oben rum machen und nicht da unten. Damit hier die Bahn verlaufen kann. Zweigleisiger Durchgangsbahnhof. Zweigleisiger Durchgangsbahnhof. So. Schauen, dass die verbunden sind, genau. Yes. So. Ja, passt. Yeah. Okay. Mal gucken, wo dann die nächsten Stationen sind. Also hier haben wir schon eine leichte S-Kurve drin. Ja, aber in dem Spiel macht das nichts. Ich würde hier, oder? Ja, es ist ja ein Güterzug da. Der wird ja nicht auf Highspeed dann getrimmt. Nee, nee. Aber guck mal, wir können sogar 120 hier fahren. Ja. Also so eine krasse S-Kurve ist es noch wieder nicht. Was ist denn da hier? Also es kann natürlich auch sein, dass wir dann zu hohe Steigungen haben. Man muss mal gucken, wie das Terrain einfach gebaut ist, dass man nicht zu große Steigungen drin hat. Ja. Jetzt müssen wir hier gucken. Also hier könnte man eine Unterführung bauen. Oder so, ja. Ja, Leute haben sich nämlich beschwert. Also ganz wichtig am Anfang, dass man nicht zu viel Geld ausgibt für Elefants. Ja, zum Beispiel Tunnels, Brücken. Ja, also kostet dann, alles Unmengen. Also am Anfang vorsichtig sein, möglichst nur das zu bauen, was notwendig ist. Aber ich würde da nicht hier auf uns, sondern auf andere. Wir haben da schon eine gewisse Erfahrung. Also wenn man am Anfang schon falsch eingestiegen ist, dann kriegt man Probleme. Moment mal, ist das richtig platziert? Ja, doch. Kann mit der Straße ein bisschen Probleme geben, aber es wird direkt an der Straße vorbeigehen. Ja. Die Strecke wird die Straße kurz berühren und dann. Genau, genau. So knapp dran vorbei. Vielleicht ein bisschen niedriger? Ja, dass die Strecke ein bisschen niedriger als die Straße ist. Ja. Also ich würd da ein bisschen runterbauen, dass wir nicht so eine Steigung drin haben. Das kann auch ein kurzer Tunnel drin sein, das macht nichts. Oder so ein V-Einschnitt. Nee, also das ist so. Ja, oder so. Achso, das ist unter der Straße, ja. Also wir fahren jetzt unter der Straße durch. Ja. Okay, also ein kurzer Tunnel ist genehmigt. Genau. Man muss ja auch dann auch Aber später. Bruder, wir haben schon richtig viel Geld verbraten. Ja, nur noch 3 Millionen. Von 10 Millionen? Ja. Okay, jetzt wird es langsam Zeit, wir müssen auch noch Fahrzeuge kaufen. Das Werk muss auch noch mit Straße verbunden werden. Kann sein, dass wir einen kleinen Kredit aufnehmen müssen. Aber wichtig ist, dass die Linie läuft. Ja. Wenn das erst läuft, dann können wir erst Geld verdienen. Dann erst kann man wirklich Geld verdienen. Und vorher muss man halt investieren. Das ist am Anfang einfach so. Ja. Ah, da geht's aber steil hoch. Geht's runter und der ist dann wieder hoch. Das muss ich mal anders bauen hier. Ja, es ist halt schon ziemlich im Gebirge drin. Die Strecke. Dann kann man das direkt verbinden und dann geht es nicht so hoch und runter. Also wenn man es direkt von Punkt zu Punkt verbindet. Ja, und dann kann man auch schneller fahren. Ja, das ist wichtig, dass man von Anfang an schon mit höheren Geschwindigkeiten fahren kann. Also die Strecken vielleicht schon so aufbauen, dass sie auch für höhere Geschwindigkeiten geeignet sind. Ja. Da muss ich aber nochmal fragen. Jetzt brauchen wir noch. Natürlich brauchen wir noch eine Halle, wo die Schienenfahrzeuge rauskommen. Also jetzt erstmal eingleisig, das reicht, oder? Erstmal eingleisig, das reicht, ja. Also, wenn dann mehr Züge benötigt werden, dann macht man das so, dass man in der Mitte das dann zweigleisig ausbaut. Ja. Dass die Züge sich da begegnen können.
Eine Halle hier. Hier hinten, ne, hier, oder? Na, so dass eventuell ein Personenzugbahnhof davon auch profitieren kann. So. Ja, so passt das doch. So kann man links und rechts an der Halle vorbeifahren. Genau. So. Schwupps rein. Genau. Das ist jetzt die Verbindung. Da können jetzt die Fahrzeuge, die wir kaufen werden für diesen Transport, können hier ja, zusammengestellt und gekauft werden. Da gluckert schon. Alles ist verbunden, aber ich glaube, dieses eine Werk ist mit Straßenleitung verbunden, oder? Ja, ja. Also ein Werk ist noch nicht. Nee, zwei. Das und das. Okay, da müssen wir noch eine Straße bauen. Aber das ist ja hier kein Problem. Also wir bauen da noch eine Straße hinten im Wald durch. Am besten von hier runter. Das kann man gleich weiterbauen. So. Also wichtig ist, dass die Straßen auch hingehen. Sonst produzieren die nicht. Ja. Oder nur sehr wenig. Ja. Also es ist wichtig, dass die eine Straßenverbindung trotzdem haben, auch wenn sie es eigentlich jetzt für uns jetzt erstmal nicht brauchen. Was ist denn da los? Ja, perfekt. Ja, aber diese Straße wird man nicht brauchen. Okay. So. Jetzt können wir schon mal. Ach, wir brauchen noch eine Verteilung in der Stadt. Ja. Und das, die muss aber mit Straßen verbunden sein. Genau. Ja gut, um 1900, da sind noch Dampfloks gefahren, aber es, in 10, 20 Jahren kommen wir dann die E-Loks. Ja. Also wir werden jetzt 1900. Also wir werden noch mit Dampfloks hier fahren. Zumindest die nächsten 20 Jahre. Ja. Okay. So. Was würdest du zuerst werden? Oder wir haben nur noch 362.000 Euro. Ja, wir werden wahrscheinlich einen kleinen Kredit aufnehmen müssen. Geht nicht anders. Die ist am Bahnhof abholen. Und da machen wir noch eine Station in der Stadt. Ja. Aber wo? Wo ist hier in der Mitte? Ah ja, warte, hier sehen wir ja, wer was braucht. Das sind die rosa, die orangefarbenen Punkte. Da, das ist Brot und das ist Ding. Was ist Öl? Ja, das orangefarbene. Die orangefarbenen Punkte. Ja. Also das wäre quasi die Mitte. Das wäre die Mitte. Da bräuchte ich, würde ich fast noch eine Straße bauen. Hier noch eine Straße runter und dann hier die Verteilstation. Ja. Ich würde hier noch eine Straße runterbauen. Das ist ein bisschen. Nein, du musst erstmal eine Straße bauen. Ach ja, ja, ja. Du musst erst eine kleine Straße bauen, sonst geht's nicht. Hier durch. Nein, da hinten. Ja. Da runter, ja. Oder so gleich ganz durch, ja. Wir haben nicht das Geld dazu. Wir haben nicht das Geld für eine Straße. Dann tu mal. Ja, wir müssen jetzt so oder so Geld aufnehmen. Wir müssen ja auch noch Loks und Wagen kaufen, ne? Aber wir müssen jetzt ein bisschen Geld aufnehmen, ja, das nützt das nichts. Genau, wir ziehen das jetzt komplett runter. Kannst eigentlich ganz runterziehen, ja. Genau. Also um die. Genau, und hier würde ich die Verteilstation machen. Hier sind alle verbunden, ne? Ja. Genau. Warte, wie gegangen ist es nochmal? Mit dem langsamen Drehen. Dass ich das langsam. Ach, klar. Muss das denn drehen? Was? Das doch, passt doch jetzt. So kommen sie alle prima dran, schau. Na gut. Genau. Das ist ja sehr, sehr gut platziert jetzt. Können sie ja alle ihre Waren gut abholen. Okay. Ja, so, jetzt okay. Brauchen wir noch ein paar Pferdefuhrwerke. Ja, dann muss ich wieder Geld ausgeben. Ja, du musst auch noch Loks und Wagen kaufen. Ja, ja. Also du musst so oder so noch Geld aufnehmen, ja, das nützt jetzt nichts.
Aber eigentlich normalerweise kann man mit Öl gut Geld verdienen. Ja, das denke ich Deswegen haben auch. wir erstmal damit angefangen. Ich hoffe, das ist auch in diesem Spiel so, dass das erstmal eine gute Wahl ist, auch wenn man erstmal leicht ins Minus rutscht. Was gibt's denn da? Ja, okay. Wie viele? Gibt schon Benzinkutschen? Ja. Also ich nehme Fünf? mal nehm also 5 Stück, ja. Das war wieder Geld. Aber nützt ja nichts. Wir müssen da jetzt investieren. Also die Strecke muss jetzt erstmal laufen, sonst können wir nicht weitermachen. Ja, das sieht auch gut aus. Unsere ersten Fahrzeuge auf dieser Map. Ja, sie haben uns gleich für Motorfahrzeuge entschieden. Jetzt zügig weiterbauen. Ja. Ja, das Und ist wir wollen schön. euch hier auch ein bisschen was zeigen vielleicht. Und vielleicht zeigt ihr euch uns was auch mal was. So, ja, jetzt müssen wir den Zug auf die Gleise setzen. Ja, was gibt's denn jetzt schon für Züge? Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall Güterwaggons und mindestens eine Dampflok. Es gibt eine A35. A35, Schweizerische Bundesbahn. Das ist aber eher eine Personenzuglokomotive, die A35. Eine Aber das ist aber C56. auch die schnellste. Ja, okay. Zur Not könnte ich auch ja, Ja. Kesselwagen ziehen. Was aber noch? Kesselwagen gibt es aber schon, oder? Ja. Okay, dann nehmen wir mal Kessel. Wir brauchen nur Kesselwagen, oder? Nur Kesselwagen, ja. Wie viele von denen? Nehmen wir mal 10 Kesselwagen. Und dann kann es immer noch anpassen. Weniger und mehr. Aber mit 10 Wagen, glaube ich, ist ein guter Anfang. Und eine Lokomotive. Und dann sieht man. Dann sieht man's. Müssen wir richtig viel leihen. 6 Millionen kostet es. Ja, also die Loks und Wagen sind nicht billig. Selbst wenn die Map dann gewachsen ist und man sehr viele Einnahmen hat, dann juckt einen das alles nicht mehr. Am Anfang ist es halt schon schwieriger. Ja. Da muss man wirklich jeden Euro umdrehen hier erstmal. So, die Öllinie. Das Spannende ist immer zu sehen, wenn dann die wirklich produzieren und die Waren dann auf dem Bahnsteig zu sehen sind. Und man sieht, ob es reicht kapazitätsmäßig oder noch nicht. Und das ist immer das Spannende. Jetzt wird dann der Zug erstmal auf die Gleise gesetzt. So, der erste Zug auf der Map ist ein Güterzug. Mit einer A35. Schweizerische Bundesbahn. Schön. Was auch schwierig ist, wenn dann die Strecken zu weit auseinander liegen. Das ist am Anfang auch ein Problem. Und, also die Strecke an sich, man verliert ja auch schon Geld, indem man einfach nur fährt. Ja. Und wenn dann alles weit auseinander liegt, dann kann man auch mit einer profitablen Linie eigentlich auch ins Minus rutschen. Also die fahren jetzt auch erstmal ohne Ware. Aber es läuft ja erst alles an. So, Ja. ah, guck mal, wie viel da schon ist. Was denn? Oh ja. Ah, jetzt sind wir schon in der letzten Station. Ja. Also jetzt, das ist spannend. Das sieht gut aus. Aber das heißt auch, dass wir eigentlich wahrscheinlich zu wenig Waggons haben. Jetzt gucken wir mal, wie ob es reicht. Ob die 10. Aber das sieht nicht gut aus. Die Die produzieren. produzieren aber schon sehr, sehr gut, ne? Ja, schauen wir mal, wie viel er wegkriegt. Auch doch einiges. Ja. Naja, Ja. doch. Er hat nicht alles mitgekriegt. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Dass wir zu 80% die Ware oder so zu 70% die Ware losgekriegt haben. Ja. Jetzt schauen wir mal. Also gut ist, dass wir das jetzt überhaupt nicht so große Steigerungen zu fahren haben. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Wagen mehr.
Also glaube ich auch. Wenn der Zug oder doppelt. Ja. Also ich schätze nach 3-4 Runden. Ja, die produzieren ja hier schon ordentlich. Die sind ja auch gleich hier. Ein bisschen was haben sie noch. Aber so wie es aussieht, werden wir einen zweiten Zug einsetzen müssen. Also es, wir kommen nicht umhin, wahrscheinlich einen zweiten Zug einzusetzen. Dass die zu lange warten müssen, bis der Zug wieder kommt. Weil wir haben jetzt nur einen einzigen Zug auf der gesamten Strecke. Das mache ich schon ein bisschen wenig. Das ist wenig, ja. So. Also der dürfte denen noch nichts gegeben haben, oder? Der dürfte quasi leer in die Stadt gefahren sein. Aber nächstes Mal kriegen sie was. Sollen wir den schon mal in den Wagen anhängen? Oder soll man gleich den Ausbau für die zweite Strecke? Da, ich würde ausbauen für die doppelgleisig, würde ich eher. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo wir es am besten machen, wo es nicht so teuer wird. Vielleicht hier. Da dazwischen. Da dazwischen ist es am günstigsten. Ja. Da haben wir nur den Tunnel. Also, ja. Ja, das ist aber nicht ganz die Mitte, oder? Nicht ganz. Also eigentlich müssten wir hier zwischen den drei. Da, da und da. Da müssten wir doppelgleisig ausbauen. Ja. Sollen wir es machen? Dann ja, machen wir es. Wenn wir Geld haben, wir sind gerade im Minus leider. Ja, wir müssen halt Geld aufnehmen, das ist ja nichts. Aber damit, also wir haben gesehen, die Erdölquelle liefert und nicht wenig. Und damit lohnt sich der Ausbau, jetzt schon eigentlich. Also wir können damit rechnen, dass es auch weiterhin Öl gibt. Kann natürlich sich auch wieder ändern, da muss man dann halt wieder anpassen. Ja. Aber ein kurzer Tunnel wird noch drin sein. Schauen wir mal, wie es da hinten aussieht. Wahrscheinlich ist jetzt komplett der Bahnsteig voll mit Öl. Also das hoffe ich mal. Und wir wissen jetzt schon, dass wir nicht alles wegkriegen werden. Hier ist, glaube ich, schon die Endstation. Ja, das ist voll. Das ist nicht die Endstation. Ah ne, ja, stimmt. Wir sind noch eine Station davor. Aber hier ist auch schon was zu mitnehmen. Ja. Also es ist besser, also es ist gut, wenn die Werke gleichmäßig ausgelastet sind. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch einen zweiten Zug. Ach ja, Leute, wir werden auch nächstes Mal schauen, dass wir etwas mehr Fahrzeuge reinmodden. Da haben wir noch ein paar. Dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen abwechslungsreicher dann. Also wir haben sehr viele Mods, aber die von der Zeit her werden die erst ab 1930, 1940, 1950 so langsam in Augenschein treten. Ja. Jetzt um 1900 rum haben wir noch nicht sehr viele Mods, aber das wird. So, ja, jetzt kommt die Endstation. Also der wird wahrscheinlich übervoll sein hier. Mal sehen. Der ist voll, ja. Ich würde sagen, der Bahnsteig ist fast voll. Fast. Ah, neue Straßenbahn gibt's. Straßenbahn, ja, das die wird. CE22. Schst. Ja, okay, das wird das Mach nächste Thema. Wir wollen ja unsere Stadt, die wir jetzt mit Öl beliefern, ja, natürlich auch ausbauen. Das wird dann das nächste sein. Und dann werden wir auch daran gehen, vielleicht eine Personenzugstrecke zu bauen. Das machen wir die nächsten Male. Aber jetzt haben wir nicht mal mehr die Hälfte weggekriegt, oder? Ne. Also jetzt müssen wir echt schauen, dass wir eine Strecke ausbauen. Also der eine Zug schafft es nicht mehr. Ja, aber dazu brauchen wir Geld, Geld, Geld. Dann würde ich mal Geld aufnehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So wie es aussieht, lohnt sich's. Also ab hier? Nee, ich würde es gleich nach dem Tunnel würde ich auf zwei Gleise gehen. Gleich nach dem Tunnel? Gleich nach. Also nicht, dass du zwar die zweite Röhre brauchst, das meine ich. Ah, okay. Also da muss man mal gucken, dass man möglichst sparsam die Sachen macht. Noch sparsam. Ja, also noch muss man aufs Geld schauen, leider. So sieht das doch ganz gut aus hier. Ja. Jetzt wollen wir also die zweite Gleis
Aber jetzt nicht durchgehend, sondern eben nur in der Mitte, dass die Züge sich dort auch begegnen können. Und das wird dann mit Signalen auch noch gesichert dann. So, da muss man halt schauen, dass man das möglichst mittig macht. Hier könnte man schon wieder reingehen. Ja. Also wenn es dumm läuft, muss der eine Zug auf den anderen warten. Aber das sollte sich jetzt eigentlich, müsste sich das einpendeln. Ja, Signale. Ist ein Bus. Genau. Einfach einen zweiten Zug draufsetzen. Damit ist auch alles besser ausgelastet. Als nächsten Schritt, wenn es immer noch nicht reicht, kann man die Züge auch verlängern. Ja. Dass man da nochmal 5 oder 10 Wagen pro Zug da noch dran hängt. So, dann müssen wir mal gucken, ob er es auch geschluckt hat. Ja. Hat geschluckt. Nice. So, jetzt könnte man schon den zweiten Zug auf die Gleise setzen. Natürlich Flügelsignale. Ja, es ist noch die alte Bahn, ne? Da kommt wieder die C56, die A35. Ja. Die macht sich auch gut. Das ist guter Zug. Auch wenn es eigentlich. Ich wollte gerade wieder was zurückzahlen. Also, wir machen das mit dem Ganzen. Ja. Ja, das ist war auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Ich versuche jetzt peu à peu Schulden zurückzuzahlen. Also, wir versuchen. Ja, auch noch schneiden. Aber die ersten Autos. Ja, 1900. Ja, 1903. Sind wir schon. Berg wächst auch wieder. Dann sieht man, dass alle produzieren. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird im Video. Wir kriegen es einfach nicht weg. Macht aber nichts. Wir verdienen ja trotzdem Geld. Ja. Bis dauerhaft muss man halt schauen, dass man es doch von der Kapazität her dann schafft. Alles abzutransportieren. Wir nehmen gerade eine ganze Stunde auf. Ja. Ah, eine complete Tower. Wir haben 1 Million. Was? Ja. Mal wieder deftig zurückzahlen. Wie viel Minus sind wir denn noch? Wir haben noch wie viele Darlehen?
Zinsen. $27 Millionen Darlehen. Haben wir noch? Ja. Naja, das dauert noch. Also, müsste sich alles aufnehmen. Wir können das alles auch gar nicht aufnehmen. Nee. Weil wer würde sich das anschauen? So, Leute. Ich glaube, das war's für heute mit unserem Let's Play. Das war jetzt die erste Folge. Es werden ja wahrscheinlich noch viele kommen. Ja, also wir haben jetzt schon ein bisschen Erfolg gehabt. Wir sind immer noch im Minus, aber langsam geht es in die richtige Richtung. Wir lassen jetzt die Züge einfach so lange fahren, bis wir wieder auf ausgeglichen sind mit dem Budget. Ja. Und dann erst können wir weiter investieren. Das wollen wir uns aber erst später wieder anschauen. Ja, also seid gespannt auf den nächsten Film, der dann so nächste Woche oder so kommen wird. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr von diesem Let's Play nichts verpassen wollt und generell auf unserem Kanal, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, ciao.